Ja, hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge Mist Survival. Was haben wir am gestrigen Tag, am Tag 7 erlebt? Wir haben Kate befreit, wir haben, wer ist der andere Typ? Dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Wir haben Scott befreit. Und wir haben hinten, kommen wir jetzt rum, oh, wir sind wieder fit. Wir haben hier hinten was angefangen zu bauen. Wir brauchen jetzt nur noch Steinchen und zweimal Blätter. Und ich sehe gerade, hier sind überall Steinchen. Ey, cool. Und zweimal Blätter, zweimal Holz, meinte ich natürlich. Ist hier was drin? Da müssen wir irgendwas zu essen reinpacken, aber das habe ich ja nicht. Stein, Stein, Stein. So, zweimal Holzbretter. Ich brauche so meine Axt. Ich kann wieder wie ein junges Reh laufen. Wir waren nämlich auch verletzt. Und wir schlagen noch mal einen Baum. So, wir nehmen den hier. Holzfäller. Holzfäller, wir sind der Holzfäller. Baum fällt. So. Zweimal. Da können wir nämlich mal unsere Sachen schmelzen. Und wir brauchen Wooden Planks. Wir brauchen zwei. Jetzt haben wir vier. Passt schon. Passt schon. So, damit wäre die Schmiede auch fertig. Kohlenstein. Und wir können jetzt auch hier. Ah, cool. Vier Barren American Eagle. Die werde ich mir auch bauen. Sehr schön, sehr schön. Ah, und hier können wir auch craften. So, wie läuft das Ganze jetzt ab? Brennt das Ding dauerhaft? Ja. Ich hole mal das ganze Metal. Dann können wir unsere Spinte mal ein bisschen leer machen. Also dieses Spiel ist mega geil, wenn man das bestimmt mit mehreren Leuten zockt. Also jetzt sage ich mal mit ein paar Freunden. Das ist bestimmt richtig cool. Basen bauen. Man kann einer sich da eine Basis aufmachen. Man kann sich gegenseitig unterstützen. Also das Spielprinzip und das. Wie es durchdacht ist, das ist schon aufregend. Habe ich noch Platz? Nö. Komm her, Steinchen dahin. So. So, das ergibt 12 Barren. Okay, wir machen die Achterstapel da rein. So, schmelzen, schmelzen, schmelzen. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wo tauchen diese Dinger auf, wenn die geschmolzen sind? Das ist die nächste Frage. Mal gucken. So, was können wir eigentlich noch alles bauen? Was brauchen wir noch? Den haben wir. Ein Generator wäre vielleicht als nächstes mal eine coole Idee. Use for remove unweighted items. Jetzt ist mal die Frage, brauchen wir irgendwo für Salz?
Das ist mir eine ganz große Frage. Fallen können wir noch nicht bauen. Ich bin der Meinung, wir brauchen das Salz überhaupt nicht. Doch da. Okay. Und ein Messer. Ja, ich habe kein Messer mehr. Ich weiß aber noch, wo sich eins befindet. Ich würde aber sagen, wir machen gleich nochmal eine Versorgungsfahrt. Und dann kann er derzeit nämlich das Metall alles schmelzen. Packen wir mal hier rein, die Loks und so weiter. Der Blattscheiß kommt dahin, kommt wieder in den Raum. Dann brauche ich noch einen Lockpick, den nehme ich auf jeden Fall mit auf Erkundungstour. So. So, Säge. Hammer, 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 hart. Ja, Hammer, Alter. Legen wir erstmal hier hin. So. Dann brauche ich, also wir haben Scott und Kate. Das ist schon mal gut. Hat unser Huhn Ei gelegt. Nö. Gut. Haben wir noch irgendwas im Kofferraum? Außer die Säge. Wir haben hier nochmal eine Notfallration. Genau. Die Komponenten. Ich wollte noch was bauen. Genau. Oh, der Nebel kommt. Dann würde ich sagen, wir verziehen uns mal ins Haus. Alter, mach die Tür zu, wenn du hier reinkommst. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch. Das kann ja gleich was werden. Was braucht man erst für einen Bogen? Animal Guts haben wir nicht. Alter, mach die Tür zu. Nein, du bleibst jetzt hier. Es ist Nebel. Okay, da bleibt doch drin. Sehr gut. Wir können ja mal ein paar Stühle bauen, dann kann man sich vielleicht mal hinsetzen. Vier Bretter, vier Nägel. Eine Säge brauche ich. Sehr schön. Jetzt bauen wir aber erstmal noch einen Stuhl. Dann können die sich hier auch hinsetzen. Schade. Nur ist die Frage, wo packen wir den Stuhl hin? Ich würde ja sagen, hier geht's nicht. Schade, warum geht das hier drin nicht? Warum kann ich denn in meinem Haus keinen Stuhl hinstellen? Das ist ja blöd. Dann macht das ja voll keinen Sinn. Weil ich würde den gerne hier hinstellen. Na gut, da kommt man nicht hinter, aber. Oder hier neben den Spind in die Ecke. Na dann.
Können wir den nicht auf die Veranda hier stellen? Das ist ja ein blödes System. Warum geht das nicht? Mal gucken, ob der andere Stuhl geht. Auch nicht. Hier kann ich ihn sofort hinstellen. Ja, dann machen wir doch hier mal einen Wachposten. Pass auf. Hier in die Ecke kommt ein Stuhl. Hammerfeld. Ist ja hammer, hammer hart. Bauen wir mal ein Stuhl. So, jetzt gucken wir mal, was der... Ja, und jetzt, wo ist das auch, wo wurde das jetzt rausgespuckt? Verstehe ich nicht. Wir haben doch hier... Ah, der schmelzt noch. Oder können wir die jetzt hier rausnehmen? Ah, wir haben schon 8. Okay. Aber ich denke, es werden 12. Egal. Dann können wir ja schon mal was von schmieden. So. Ein Brett fehlt mir noch. Ja, dann bauen wir uns doch mal das Ding. Die Axt holen. Das war auch so selten dämlich, das Ding hier, ne? Kohle. Die Axt. Hier nehmen wir noch einen Baum, der angehackt war. Jetzt habe ich die Säge wieder vergessen. So, die Säge. Wir wollen mal. Ein bisschen was vorbereiten. Hunger und Durst haben wir. Gegen den Durst kann ich was machen. So. Craften wir uns mal ein. So, ui, der Sonnenuntergang. Was ein Gerät, Alter. Sehr schön. Schmelze eh die ganze Zeit läuft. Ich dachte, die müsste man auch noch befeuern. Dann können wir ja auch rein theoretisch den ganzen anderen Crap, den ich noch habe, da reinpacken. Ist zwar nicht mehr viel, aber wir haben zumindest einen Nutzen. So, dann würde ich sagen, wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. Erstmal. Also hier ist... Ich würde sagen, die beiden Spinte machen wir mal alles mit Nahrung. Das wird Nahrung. Genau, und die beiden roten, da kommt Zeug rein. Alles Mögliche. So, Nägel noch, Bretter. Zack. Den roten.
Genau, das packen wir zu den Waffen. Das ist ja auch eine Waffe irgendwo. Kommen jetzt erstmal die Barren. Genau, die sind nämlich auch wichtig. So. Das lassen wir mal schön hier in der Ecke. Wollte ich noch rausnehmen. Können wir auch nochmal eine Säge mit reinpacken. Sodele. Pass auf, die Reifen, die können wir jetzt auch. Die Reifen packe ich hier mit rein. Nee, warte mal, das gehört doch erst im Auto. Hier. So, haben wir die auch erstmal aus dem Weg. Können wir noch irgendwie ein Dings bauen? Oh, eigentlich schon. Wir müssen nochmal ein Feuer bauen. Spinte, genau. Und zwar bauen wir noch mal so ein. Ist überhaupt richtig rum? So, ich habe doch hier irgendwo noch Bretter. Was brauchte ich noch? Was brauche ich dafür? Wooden Planks und Komponenten. Komponenten habe ich, glaube ich, keine mehr. Die habe ich alle aufgebraucht. Ja. So. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal auf Versorgungsfahrt. Wir fahren nochmal schnell den Wasservorrat auffüllen. Vergessen das auszumachen hier. Ah, da kommen wir mal gucken, gehen wir den Typen, ne? Vielleicht hat er noch was. V. Füllen. Sehr schön. Dreckwasser incoming. Da ist nichts drin. Wir könnten ja rein theoretisch noch mal kurz zu dem Haus fahren. Da war ja auch noch ein abgesperrter Bereich.
Oder hier noch irgendwas drin? Nein, haben wir alles rausgenommen. Genau, wir fahren nochmal zu dem Haus. Da war nämlich auch noch ein abgesperrter Bereich. Wenn ich mich da ganz erinnern kann. Alter, spawnen die immer wieder nach, oder was? Kacke. Nee, stopp bitte. Genau, das waren nämlich die. Müssen da gar nicht rein. Oh, Mensch. Ah, Rucksack, sehr schön. So, was haben wir noch? Streichhölzer können wir auch selber machen, müssen wir gar nicht finden. Jo, hat sich jetzt im Endeffekt ein bisschen gelohnt, da nochmal vorbeizufahren. Scheiße. Ich will mir meine Munition nicht verschwenden. Alter, es ist doch wohl nicht wahr. Verdammte Scheiße. Das Spiel war buggy. Alter. Jetzt muss ich da hinrennen. So eine Scheiße. Zum Glück sind wir nicht verletzt. Ey, das war gerade sowas von Kacke. Ich konnte nichts machen. Waffe? Alter, habe ich die nicht mehr? Dann nehmen wir erstmal die Pistole. Und diesen Mistviechern. Cool, noch ein Upgrade. Oh, nice, eine Combat Knife. Sehr gut. Nochmal 2 Liter drin. Können wir auch nochmal abpumpen. Ja, wir haben mal wieder unser Auto verloren. Wie immer. Da hinten steht's. Gucken, was wir das ganze Zeug wieder kriegen, was wir verloren haben. Es ist schon hart als Überlebender.
So, liegt hier noch irgendwas rum? Kleiner Pisser. Alter, wie viele waren denn das? Wo ist denn meine Pumpgun? Die muss doch auch hier noch irgendwo liegen. Ah, da. What the fuck? Das war gerade wieder so ein. Oh, ich habe auch noch ein Messer gehabt. Das sehe ich gerade. Mal nachladen. Also hier habe ich eigentlich alle schon durchsucht. Normalerweise dürfte hier nichts mehr sein. Oh, hier ist auch wieder. Okay, eins haben wir hier noch im Haus. Juti, dann geht's mal zurück, würde ich sagen. Haben wir alle unser Zeug wieder? Ja, Wasser haben wir. Und sogar noch ein bisschen was extra. Oh, ich bin vorbeigefahren. Upala. So, dann füllen wir mal. Also 2 Liter angeben. Das ganze Dreckwasser hier rein. So, jetzt haben wir hier insgesamt 10 Liter drin. Jetzt brauchen wir Streichholz, Holzspalt und hier ist es. Baumrinde. Habe ich noch? Also Baumrinde habe ich, Streichholz habe ich auch, das weiß ich. Auch die Penne schon. Ich habe selber Hunger. Aber wir haben hier gut was gefunden.
Das ist sehr schön. Wir können gleich noch mal was trinken. Einmal habe ich nur. Strelz habe ich nicht mehr so viel. Okay, dann müssen wir noch mal einen Baum schlagen, wohl oder übel. Sorry. Ja, ich weiß, es ist 22 Uhr, aber ich sehe keiner da. Und die Nachbarn stört's eh nicht. Ich hacke hier meinen Baum. Baum fällt aufs Haus. So. Brauche ich eine Säge oder brauche ich eine Axt? Ich brauche eine Axt. So, dann machen wir mal Distill. So, dann kann das jetzt nämlich in Ruhe destillieren. Wir machen hier zu. Und wir gehen. Wir speichern erstmal. Oh ne, wir gehen erstmal. Ne, wir speichern. Save Game. Und. In diesem Sinne beende ich auch wieder diese Folge. Es war wieder aufregend. Und wer Bock hat, schaut sich die nächste Folge an. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.